Wir schauen jetzt aus gegebenem aktuellen Anlass nach Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb haben wir die Pressekonferenz unterbrochen, weil nämlich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD aus Neubukow bei Rostock zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Schwesig, und danke für Ihre Zeit. Guten Tag, Herr Hedler. Frau Ministerpräsidentin, das Saarland will ja nun als erstes Bundesland mit einem Modellprojekt den Lockdown ab dem 6. April, also nach Ostern, zurückfahren. Sie besonders kritisieren das als unsolidarisch im Vergleich zu den anderen 15 Ländern. Warum? Erstens haben wir gesagt, Modellprojekte müssen regional begrenzt sein und gehen nicht auf das ganze Land. Aber mein Hauptthema ist, das Saarland hat gerade zusätzlich 80.000 Impfdosen bekommen, weil dort die südafrikanische Mutante ausgebrochen ist. Und wir haben uns da sehr solidarisch verhalten. Und es ist schwer, den Menschen hier zu erklären, warum hier der Impfstoff fehlt. Andere bekommen ihn, weil die Lage schwieriger ist. Und dann wird gesagt, bei uns ist die Lage aber dann doch so gut, dass wir aufmachen können. Für uns hier im Bundesland zählt Impfen, Impfen, Impfen. Und deswegen haben wir jetzt auch damit angefangen, 1.700 Arztpraxen Schritt für Schritt zu beliefern, Hausärzte, Fachärzte, damit sie beim Impfen helfen und vorankommen. Das hat so ein bisschen den Eindruck, dass jedes Bundesland jetzt wieder auf dem Weg ist, in dieser aktuellen Corona-Situation das zu machen, was es selbst will. Also jeder ist sich selbst am nächsten. Kann man das wirklich so einordnen? Wir waren als Ministerpräsidenten zusammen sehr solidarisch und haben in schwer betroffene Gebiete zusätzlich Impfstoff gegeben. Zu dieser Solidarität stehe ich, aber es darf halt auch keine Einbahnstraße sein. Es ist so, dass ja in den letzten Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Bundeskanzlerin es einige auch Differenzen gab. Und natürlich tragen wir jetzt hier vor Ort Verantwortung. Die Bürgerinnen und Bürger wollen von uns wissen, wie geht es weiter. Und unsere MV-Strategie ist, auf das Impfen zu setzen, auf das Testen und das nicht zentral, sondern vor allem im ländlichen Raum mit unseren 1.700 Arztpraxen. Da fangen wir jetzt an und vor allem auch mit vielen Testzentren. Wir wollen, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich testen lassen, mit Impfen und Testen, aber auch strengen Schutzbeschränkungen können wir durch diese dritte Welle kommen. Rostock in Mecklenburg-Vorpommern geht ja auch als Modellprojekt, eigentlich als leuchtendes Beispiel in Deutschland voran. Niedriger Inzidenzwert, die Leute halten sich an die Maßnahmen. Sehen Sie denn auch eine Möglichkeit, dass bei Ihnen im Bundesland dieses Beispiel Rostock sich auf andere Landkreise, auf andere Städte übertragen lassen könnte? Also Rostock ist unsere Modellregion. Das haben wir ja als Land schon vor vielen Wochen möglich gemacht. Wir haben da die Luca-App ausprobiert, haben jetzt die Luca-App im ganzen Land. Und wir wollen auch Modellprojekte aus Rostock auch in Landkreisen übertragen. Aber wir sehen, dass wir jetzt in einer dritten Welle sind. Und deswegen müssen wir auch gemeinsam auch wieder strengere Schutzmaßnahmen treffen. Es ist ja so, zum Beispiel an der Stadt Rostock sieht man es ganz gut, wenn natürlich die Landkreise um Rostock herum auch schon diese Welle abbrechen, dann ist das natürlich auch gut für die Stadt. Also alles hängt zusammen. Man kann nicht einzelne Orte isoliert sehen. Und deshalb braucht es im ganzen Land Schutzbeschränkungen. Aber da, wo wir niedrige Inzidenzen haben, können wir schon zusätzliche Modelle ausprobieren. Und das machen wir gemeinsam, Land und Stadt, ja doch auch sehr erfolgreich seit vielen Monaten. Frau Ministerpräsidentin, der Gesundheitsminister hat heute gewarnt, dass im April dem Gesundheitssystem der Kollaps drohen könnte, wenn diese dritte Welle sich weiter ausweitet. Was Sie uns eben geschildert haben, auch das, was Sie in Mecklenburg-Vorpommern jetzt vorbereiten mit den Hausärzten. Glauben Sie denn, dass, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass dieser Zeitplan dann überhaupt einzuhalten ist und dass Deutschland dann noch wieder vor großen Problemen steht, was zum Beispiel die Intensivbetten und die Krankenhausbelegungen angeht? Ich mache mir große Sorgen. Die dritte Welle ist mit voller Wucht da. Die Mutation wird immer noch von vielen unterschätzt. Sie ist viel schneller ansteckender. Und deshalb müssen wir wieder strenge Beschränkungen machen, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wir müssen gleichzeitig den Menschen auch eine Perspektive zeigen. Zum Beispiel mit Testen die Welle brechen, aber vor allem auch mit Impfen. Und wir haben uns ja dafür eingesetzt, dass bundesweit bereits ab April die Hausärzte mit Impfstoff beliefert werden. Wir im Land beliefern aber jetzt schon die Ärzte seit gestern, nicht nur die Hausärzte, sondern auch die Fachärzte. Ich bin gerade hier bei einem Hausarzt in Neubukow, das ist ländlicher Raum, habe gerade mit einem älteren Mann gesprochen, der sich gerade hat impfen lassen. Die Leute haben natürlich kürzere Wege zu ihrem Hausarzt und sie haben ein hohes Vertrauen. Und wir setzen auf diese 1.700 Arztpraxen
um das Impfen zu beschleunigen. Aber müsste nicht auch dann das Instrument der Notbremse angewandt werden, wenn es schlimmer wird? Weil Ihr Amtskollege Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin und aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der hat ja noch mal gestern klargestellt, nö, Notbremse sehe ich im Moment nicht, obwohl zum Beispiel in Berlin die Inzidenzwerte weiter ansteigen. Also die Bevölkerung weiß doch gar nicht so richtig, was passiert da? Reagieren wir vielleicht zu spät? Wir müssen die Notbremse ziehen und wir sind heute gemeinsam, sind heute zusammen im Land. Heute Nachmittag, wenn ich jetzt gleich zurück bin von diesem Hausarzttermin, dann sind wir zusammen mit unseren Landräten und Oberbürgermeistern, auch mit unserer Wirtschaft, unseren Sozialverbänden, den Gesundheitsexperten. Wir stellen es breit auf und wir werden die Notbremse ziehen. Wir werden schauen, in welchen Bereichen müssen wir wieder schließen, in welchen Bereichen brauchen wir eine Ausgangssperre. Wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Diese dritte Welle ist da und sie ist brandgefährlich, denn wir haben einen großen Bevölkerungsteil, die über 60-Jährigen, die Risikogruppen, zum Beispiel mit Herzproblemen, mit Übergewicht. Wenn diese Welle richtig das Land erwischt, dann haben wir viele Menschen in den Intensivstationen und dann wird unser Gesundheitssystem überlastet. Wir kennen alle die Bilder zum Beispiel aus Großbritannien, aus London und das sollten wir hier vermeiden. Und dazu brauchen wir aber auch jede Bürgerin und jeden Bürger. Ich weiß, dass es hart ist. Wir haben alle die Nase voll von Corona. Aber jetzt, in den letzten Monaten, bevor wir alle geimpft sind, dürfen wir nicht aufgeben, dürfen wir wirklich nicht nachlassen. Es geht jetzt noch mal um ein paar harte Wochen. Wenn wir die zusammen durchstehen, dann können wir mit dem Impfen wieder rauskommen. Wir müssen wirklich nach vorne schauen und es hilft jetzt alles nichts. Und deswegen müssen wir wirklich, jeder von uns, jetzt auf Kontakte verzichten, Ostern zur Ruhe kommen und wirklich diese Kontakte vermeiden und wieder stärkere Beschränkungen machen. Aber welche Rolle, Frau Schwiesi, spielt da jetzt auch das Reisen, die Osterferien? Sie haben es gesagt, hierzulande in Deutschland dürfen wir nicht reisen. Sie hatten sich dafür stark gemacht, aber die Kanzlerin hatte sich dagegen gestimmt. Aber Zehntausende Deutsche fliegen jetzt zum Beispiel nach Mallorca und das ist doch auch eine immense Gefahr, dass das Virus dadurch vielleicht eingeschleppt werden kann. Und wenn man sich das jetzt heute anguckt, erst ab Dienstag soll jetzt also diese Impfpflicht für Reiserückkehrer gelten. Das ist auch alles schwierig nachzuvollziehen, weil eigentlich sollte es ja ab heute in Kraft treten. Ich teile diese Kritik, das ist unverständlich und das ärgert die Menschen auch. Die Menschen, die vor Ort zu Hause bleiben, die sich an die Regeln halten. Und ich finde, dass da ein ziemliches Ungleichgewicht ist. Ich habe diese Entscheidung nie nachvollzogen und ich verstehe auch die Kritik. Ich werbe hier bei meinen Bürgerinnen und Bürgern in Mecklenburg-Vorpommern darum, zu Hause zu bleiben. Wir leben zum Glück hier in einem Land, wo viele andere gerne Urlaub machen würden. Und wir haben es auch hier vor der Haustür schön. Und es ist jetzt wichtig, zu Hause zu bleiben, in der Familie zu bleiben, keine weiteren Kontakte, keine weiteren Familienbesuche. Ich weiß, dass es mit Mallorca ärgerlich ist, aber für uns in MV gilt das Motto, in MV ist es am schönsten, wir müssen nicht nach Mallorca. Frau Schwedig, nur noch ein Drittel der Deutschen vertraut also dem Krisenmanagement der Politik. Wie wollen Sie denn dieses Vertrauen zurückgewinnen bei den harten Zeiten, die uns ja offenbar bevorstehen? Ich will mich vor allem viel stärker hier auf mein Land konzentrieren, auf Mecklenburg-Vorpommern. Und wir werden uns weiter mit guten Vorschlägen in die gemeinsame Konferenz einbringen. Aber wir haben hier unseren MV-Gipfel. Da sind Gesundheitsexperten, Landräte, Oberbürgermeister, die Wirtschaft, die Sozialverbände, alle, die hier das Corona-Krisenmanagement steuern. Wir haben jetzt die Ärzte mit an Bord, die Hausärzte, die Fachärzte, unsere Impfzentren. Wir konzentrieren uns hier auf das Land und wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern Orientierung geben. Wir haben eine MV-Strategie, die heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin kann sich jetzt testen lassen. Wir wollen die Testzentren, wir haben schon viele, wir bauen die aus. Wir testen in den Kitas und Schulen regelmäßig. Wir wollen das in der Arbeitswelt erweitern. Wir wollen stärker impfen mit unseren 1700 Arztpraxen und wollen dann auch auf Schutzbeschränkungen setzen, setzen darauf, dass die Menschen jetzt über Ostern hier im eigenen Land bleiben, das eigene Land, die eigene Natur nutzen, auch für Spaziergänge, aber eben Kontakte reduzieren. Auf diese MV-Strategie setzen wir. Impfen, testen, schützen und dann damit gemeinsam aus dieser dritten Welle kommen. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, vielen Dank für dieses intensive Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und in diesen Corona-Zeiten bitte bleiben Sie natürlich gesund. Danke, Frau Schwesig. Ich danke Ihnen und Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke.